So, hallo, wir machen weiter bei Isaac Rebirth. Das letzte Mal haben wir wieder einen Run angefangen und Zeug dabei. Zum Beispiel diesen Typen hier, der Herzen einsammelt und sie in blaue Herzen verwandelt. Was für uns ja extremst praktisch ist, weil wir ja ganz gerne den Dingens mit den vier Herzen freispielen würden. Aber ich habe jetzt halt schon das Problem, dass ich gerade in der Arkade mir so ein bisschen. Ja, sagen wir mal, ich habe es mir ein bisschen versaut, weil ich zu viel Energie geopfert habe. Ohne dass es. Scheiße. Scheiße! Hilfe! Was ist das denn hier? Was? Da war wieder dieses komische schwarze Herz. Wird das aktiv, wenn. Ich habe keine Ahnung. Das war kein guter Raum. Erstmal die Kackhaufen wegmachen. Wobei, können die nicht, dass die anfangen zu brennen oder so? Alter! Mach dich mal weg da jetzt. Nein, 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 nein. Nicht gut mit der Energie. Gar nicht gut. Hallo? Stirbst du? Bitte? Na, super. Oh, holy shit. Geheimraum? Geheimraum? Lol. Kein so nützlicher Geheimraum. Aber okay. Scheiße. Ja, das war's. Meine neuen Lieblingsgegner. Oh mein Gott. Alter. Nein. Ich will nicht hier enden. Was ist das? Verdammt. Scheiße. Ach. Schade. Das hat nicht funktioniert. Aber wir können gleich restarten. Sind ja gerade erst am Anfang vom Part. Sehr schade. Mein Plan hat nicht funktioniert, auf diese Art und Weise in blaue Herzen zu kommen. Im Gegenteil, es ist in die Hose gegangen. Mächtig. Es ist mächtig in die Hose gegangen. Stirbst du bitte dann? Ah, explodiert er einfach. Jesus. So. So. So, ist noch was rausgefallen, aber das kann ich nicht. Das ist einfach nur Deko. Da wollen wir nicht rein. Das finde ich aber auch jetzt cool, dass man so Batterien quasi jetzt unterwegs aufsammeln kann. So Instant Reloads. Hat was. Na kommt schon. Hallo? Danke. Ja, das bringt mir jetzt ganz viel. Das Herz. Was? Was? Hilfe! Direkt wieder raus. Was ist das denn? Wieder erst zum Boss gelaufen, natürlich. Jetzt bewegen sich diese komischen Viecher auch noch. Bäh. Nicht nett. Nein, 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 nein.
Ja, das ist doch super. Oh, was bist du denn? Speeddown plus Rage is Building. Speeddown ist natürlich nicht so gut im ersten Moment, aber wahrscheinlich... Oh, Wrath! Hi! Aber entweder man wird dann mit Schaden stärker, irgendwie sowas? Keine Ahnung, wir werden sehen, was damit gemeint war. Können wir hier bitte das Feld ein bisschen weiter aufbomben? Ja, nee, man wird einfach allgemein stärker anscheinend. Oh, nee, man wird schneller. Wow, Alter! Und das einfach während des normalen Kampfes, die ganze Zeit? What the fuck? Passiert das jetzt beim Boss auch? Oh, Moment, wir haben ja Mr. Boom. Das ist jetzt natürlich Quatsch, aber... Wenn es schon da ist... Hier vielleicht der Geheimraum? Nope. Na gut. Jetzt bin ich... Oh, den Kackhaufen gibt's auch als Boss. Das finde ich ja nicht so gut. Isaac wird roter, tatsächlich. Das heißt, er baut jetzt echt wieder so ein Rage auf, ja? Und wird schneller. Isaac wird schneller und dann gibt's gleich die Rage-Phase. Achtung, Achtung, Achtung! Bam! Bam! Wie lange hält das an? Das hält... Wow! Ist das episch! Holy shit! Oh, ein weißes Herz. Sehr schön. Oh, hat er das jetzt... Das gibt's jetzt aber schon als HP-Up dazu, oder? Weil das so komisch da aufgefüllt wurde, da oben. Gut. Gehen wir hier raus. Kriege ich jetzt mein HP ab oder nicht? Ich bin gespannt. Ja. Dankeschön. Sehr gütig. Obwohl, aber dieses Rage ist ja nice. Alter. Genau so muss Rage aussehen. Ich frage mich allerdings eben, womit es zusammenhängt, wann, wie sich das auflädt und wann. Mit der Länge des Raumes, mit der Schwere des... Mit der Schwere des Raumes in Kombination? Ich habe keine Ahnung. Denn hier dauert es offensichtlich jetzt ein bisschen länger. Oder mit den Schüssen, die ich abfeuere? Ich habe keine Ahnung. Oder je nachdem, wie oft welchen Gegner ich treffe. Und wie. Da ist ein blauer Stein. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wenn jetzt hier ein blauer Stein, ein blaues Herz rauskommt, dann haben wir es. Yes! 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 Sehr schön, halt, Shop brauchen wir nicht. Prima! Dann können wir im nächsten Mal auf jeden Fall mit Lazarus spielen, weil ich wissen will, wer das ist. Und was der kann. Hier ist wieder ein blauer Stein. Dahin kehren wir gleich zurück, wenn wir aufgeladen sind. Ne, brauchen wir gar nicht. Ach ne, doch, brauchen wir. Doch, brauchen wir. Aber das ist nach dem Raum ja sowieso der Fall. Denn der Raum ist jetzt relativ... aua. Naja. Easy, wollte ich sagen. Warte ich mal nur so ein bisschen, ich schieße nicht und er lädt sich trotzdem auf. Okay. Einfach durch die Kackhaufen rennt. Sehr nice. Sehr nice. Dieses Rage-Item ist ja mal der Hammer. Das ist bestimmt sausel. Aber das ist vor. Oh wow. Oh wow, das ist viel Energie. Das sieht doch mal ganz gut aus, gerade bisher.
Dieses Rage-Item, Alter, ich feiere das ja gerade echt. Jetzt geht's gleich wieder los. Wenn ich noch ein bisschen länger... Komm, wir warten. Ich will warten, bis er sich aufgeladen hat. Komm, hau rein, Isaac. Bäm! Wie geil das einfach mal ist. Alter, ich komme da nicht drauf klar. So, was bist du denn? Hoffentlich nichts, was mein Rage überschreibt. Dann weine ich. Ganz arg. Wir werden sehen. Homing Shots. Ja, warum nicht? Why not? So. Jetzt warten wir, bis ich geraged bin. Da muss ich ja erstmal dahin kommen auch dann. Yay! Bam! Ich liebe es! I fucking love it! Ist das gut? Ja, super. Das bringt jetzt auch. So. Dum 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 dum. Naja, bringt nichts. Bossi. Schon wieder Monstro. Monstro war jetzt immer der zweite. Naja. Gut, und mit der Zeit ragen wir wieder. Ich freue mich schon drauf. Hihi. Gleich geht's los. Jetzt sind wir erstmal richtig schnell. Njoing. Bam! Stirb! Sehr schön. Ist das geil mit dem Rage. Ach, mein Gott. Bisschen aufs Ausweichen konzentrieren sollte ich mich schon noch. Und da ist wieder dieses komische Evil. Ich weiß nicht, was das ist. Da kommt das schwarze Herz her. Aha. Du bist Brother Bobby, kann das sein? Ach, wir könnten eigentlich mal einen Saat, einen... Ach komm, machen wir einfach mal. Denn mehr Schüsse sind mehr Schüsse sind mehr Schüsse. Kann man schon gebrauchen. So. Es gibt ja auch, man muss ja 3 Satan-Deals gemacht haben, um jemanden freizuschalten. Das gibt's ja auch. Können wir ja alles ein bisschen gleichzeitig angehen. Gleichzeitig gehen wir auf die 7 Herzen und die Satan-Deals. Das macht Sinn. Nee, natürlich, wie es halt kommt. So kommt's. Ja, der schießt natürlich jetzt hier. Aber das ist unschön, weil das dauert jetzt, bis die kaputt gehen. Hoffentlich kann ich die wegragen. Ich bin gespannt. Aua. Huch, jetzt geht das schon. Jetzt hat sich das schon aktiviert, okay. Geht die kaputt? Nein. Geht der kaputt? Nein? Na gut. Hä? Die machen weiter? Die machen weiter, obwohl die Räume offen sind? Was? Wie gemein ist das denn? Das ist ja total fies. Ich lege Beschwerde ein. Das geht nicht. Das dürfen die nicht. Die müssen aufhören, wenn der Raum offen ist. Puh. Sehe ich ja gar nicht ein. Bam. Oh Gott. Schon den Boss gefunden. Das ist natürlich jetzt ein bisschen bald. Aua. Mensch, meine schöne Energie schon wieder weg, weil ich wieder zu schwach bin. Aber wir haben ganz schön viele Bomben, das ist gut. Schießen jetzt immer die... Das ist echt fies. Das finde ich nicht gut. Wir können doch nicht einfach weiterschießen. Was fällt euch denn ein?
Yeah. So, los jetzt, Wut. Wut! Wut! Njoing! Njoing! Ich liebe es. Ja, genau. Naja. Wenigstens das Feuer kann ich benutzen. Und es kommt nichts raus. Gut. Prima. Jump, 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 jump. Ah, hier ist er. Was bist du? Bist du ein Buch? Prayer Card. 6 Räume. Ich habe keine Ahnung, was die macht. Die werden wir beim Boss einsetzen. Die braucht nämlich verdammt lang, um es sich aufzuladen. Die werden wir... Ups. Die werden wir beim Boss einsetzen. Und ich bin gespannt, was sie macht. Guri. Nimm die Prayer Card. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Die hat mir ein weißes Herz gegeben. Scheiße. Jetzt darf ich natürlich nicht getroffen werden, sonst ist das weiße Herz weg. Beziehungsweise, gut, die blauen gehen das weg, aber... Aber trotzdem, oh Gott. Die Prayer Card gibt also quasi alle 6 Räume die Chance auf ein weißes Herz. Also nicht die Chance, sondern gibt mir ein weißes Herz. Das ist ziemlich nice. Wenn man sich das mal so überlegt. Das war blöd. Denn das bedeutet ziemlich viel HP ab, wenn man das mal zusammennimmt. Das ist bestimmt auch ein neuer Engelsraum-Item. Ein neuer Engelsraum-Item, genau. Ach, Alter. Du warst, weiß ich gar nicht mehr. HP, Tears Up und Speed Shutdown, richtig, das war das. Das ist in Ordnung und damit kann ich leben. Wir könnten hier noch weitermachen. Ne, wir gehen runter. Wir gehen runter und haben wieder die Hälfte. Dum, dum, dum. Ich hoffe, wir finden nicht wieder diese blöden Spinnen da. Mit denen kommen wir noch gar nicht klar. Die können ruhig wegbleiben. Aua. Jetzt sind meine ganzen blauen Herzen schon wieder weg. Was ist das denn hier? Igitt. Igitt, lauter solche. Nein, nein, nein. Okay, der rote geht gleich weg. Der dauert ein bisschen, bis er angreift. Oh, und dann hau ich nicht mal weg. Mach doch mehr Schaden, Isaac, Mensch. Guing! Super. Immer ein blaues, ein rotes Herz. Das ist in Ordnung. Okay, da liegt eine Karte. Ih, was? Boah, Alter, die Spinne ist voll auf mich los. Ich hab hier das... Alter, die gehen ja voll ab. Ach, das sind die da. Okay. Ich hab hier das nicht... Oh, ich wollte nicht eine Bombe setzen. War nicht dahin. Temperance. Okay. Bringt uns erstmal nicht so viel. Ah, was zum... Ach, was ist das denn für eine Scheiße? Was treibe ich denn schon wieder? Hierophant, das nehmen wir. So. Denn die blauen Herzen brauche ich vor allem, um mein Weißes zu schützen, wenn ich es einsetzen kann. Schon wieder dieses rote, dieses schwarze Herz. Wobei wir jetzt ja wissen, was es macht im Prinzip.
Oh, warte, ich will hier gar nicht durch. Hier kommt nämlich eh nichts brauchbar. Ach, scheiße. Wir wissen jetzt im Prinzip, es löst sich halt, irgendwann löst es sich aus, aber... Wobei, habe ich das nicht so... Hä? Hatte ich den Raum nicht vorhin schon gemacht? Ne, das ist ein ähnlicher Raum. Lasst mich in Ruhe, please. Okay. Nee, geh weg. Okay, wir könnten es einsetzen. Ich werde es wahrscheinlich verlieren, aber ich möchte lieber trotzdem die nächsten Räume wieder aufladen können. Entsprechend ist das schon, glaube ich, sinnvoller, das so zu machen. Da oben würde ich gern sprengen. Ach komm, wir haben eh genug Bomben. Ach. Die sind weggeschossen, weil ich doof bin. Da ist aber eh nichts. Das hat dieselbe Farbe wie das andere. Was ist das? Penetrative Shot plus Speed Up, okay. Das hatte aber jetzt dieselbe Farbe wie dieses Rage-Ding. Also auch so einen Rahmen, das sah alles sehr ähnlich aus. Vielleicht ist das wieder so eine Gruppe an Items. Wäre ja gut möglich. So, hier ist der Shop, den wollen wir nicht besuchen. Nee. Das Rage könnte sich gerne ein bisschen schneller aufbauen, dann könnte ich hier nämlich einfach durchsegeln. Yes, danke. Prima. Hier vielleicht was? Ja, komm. Oh, sehr nice. Na gut. Prima. Das hat sich doch gelohnt. Igitt. Schnell weg mit euch. Komischen Viechern. Ich weiß gar nicht, was das ist. Was das darstellen soll. Wow. Karte. High Priestess, das war der Effekt von Dingens hier, von, das nehmen wir natürlich eher mit als Temperance. Geht weg. Vorsichtig hinlaufen. Da gehen wir jetzt nicht durch. Oh, jetzt komme ich da nicht ran. Wie gemein. Okay, und Bossraum, sehr gut. Im Prinzip genau richtig. Ah, die sehen jetzt auch wie Pfeile aus, meine Schüsse, weil sie jetzt Piercing Shots sind, sozusagen. Sehr cool. Huch, du bist noch ein Gegner. Ich habe dich nicht gesehen. Das war doof. Das war voll dumm. Na gut. Ich setze die Karte jetzt mal noch nicht gleich ein. Kann ich ja gleich noch nicht. Ich nehme jetzt auf jeden Fall die Priestess. Nee, Quatsch, war es gar nicht. Das war der Fuß. Sehr geil. Sehr geil. Sehr geil. Jetzt hätten wir selbst ohne Dingens hätten wir jetzt Maggie bekommen, aber so bekommen wir auch Maggie. Wow. 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 Wir haben Challenges unlocked und wir haben Maggie freigeschaltet. Okay. Wahrscheinlich, weil man die nur mit Maggie spielt. Gut. Das war doch mal erfolgreich. Jetzt aber schnell den Part beenden. Wir sind schon bei 25 Minuten.
Schauen wir mal, wie weit wir das nächste Mal noch kommen hier. Danke fürs Zugucken und tschüss.